Guten Tag. Ich sehe mich nicht, deswegen muss ich nochmal gehen. Ich bin wieder da. Mein Zopf ist auch schief. Es ist auch gar kein Zopf, sondern ein Dutt. Und meine Lippen sind trocken. Es ist einfach alles scheiße heute. Nee, Spaß. Das Gute ist, ich habe immer noch... Oh nein. Ich habe immer noch die Kackhaufen-Drohne hier. Und ich dachte gerade... Whatever, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern habe ich mir überlegt, was ist eigentlich mit den ganzen Sachen, die tagtäglich überall zurückgeschickt werden? Also Retourenartikel, die müssen ja eigentlich irgendwo hin, weil wie wir alle wissen, werden die bei Amazon und Co. meistens leider nicht alle wieder neu verschickt, sondern manchmal einfach weggeschmissen, verbrannt oder was auch immer. Was wird sonst damit gemacht? Und ich habe herausgefunden, dass die tatsächlich wieder verkauft werden, aber nicht als Originalware, also es ist immer noch die Ware, aber es gibt so richtig krasse Seiten und Auktionen, wo man solche Sachen ersteigern kann. Und das machen wir heute. Also hello und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's sehr gut, denn heute kaufen wir Retoure. Ich habe eine Seite gefunden, die heißt restposten.de und die werden wir jetzt mal gemeinsam öffnen. Das hier ist restposten.de und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, wie natürlich Schnelltests, aber auch andere krasse Sachen, die entweder im Laden nicht verkauft wurden und dann einfach übrig geblieben sind oder die zurückgeschickt worden sind. Das sind alles riesige Paletten mit 1000 verschiedenen Sachen. Also hier haben wir zum Beispiel einmal Gartengeräte und Elektrogeräte und ihr seht hier auf dem Bild schon, auf diesem kleinen Bild, wie krank viel Zeug das hier ist. Hier haben wir auch noch Restposten, Sonderposten, Mixpaletten, Retoure, Ware, Haushalt, Discounter, Aldi, Lidl, Penny. Okay, das sind Discounter-Waren, aber das sieht aus, als wären das nur irgendwelche Staubsauger und Lampen und komische Dinge, die ich nicht haben will. Ich suche einfach mal weiter. Ich frage mich wirklich, wie dieses Video hier enden wird. Ob ich nachher richtig krass geiles Zeug habe oder nur Schrott. Und eine riesige Palette. Das hier könnte cool sein. Wir haben hier einen Sonderposten von Aldi, Rewe, Penny, also von Discountern. Das sind Sachen, die nicht verkauft wurden und das sieht aus, als wären das ganz verschiedene Sachen. Von Spielzeugen für Kinder über irgendwelche Grills und Kindersitze, über Pfannen, Küchengeräte, also wirklich von allem Scheiß irgendwas. Bei Aldi und Co. gibt es ja immer so Aktionswochen, ihr kennt das bestimmt von euren Muddis, wo es dann zu verschiedenen Themen immer so coole Geräte und sowas gibt. Und ich glaube, das hier sind die Sachen, die übrig geblieben sind davon. Es kostet 369 Euro. Ha, vielleicht kaufe ich das. Ah, hier sieht man auch, was da drin ist. Ach du Scheiße. Bekleidung, Herren, Damen, Kinder. Oh mein Gott, jede Palette enthält 300 bis 400 Teile. Ach du Scheiße. Haushaltsware, Massageliegen. Oh, geil, ich will eine Massageliege. Konsolenspiele, Gartenartikel, Elektrogeräte, Bettwäsche, Tischdecken, Taschen, Werkzeuge, Schreibware, Energiesparlampen, Spielzeugen, Kerzen. Das ist echt viel Zeug. Und ich will das haben. Weil ganz ehrlich, die Aktionswochen bei Discountern sind meistens übelst geil. Ich glaube, wir haben unsere Palette gefunden. Ich muss mich hier kostenpflichtig anmelden. Okay, das ist so ein richtiges Ding anscheinend. Es kostet, oha, Alter, eine Mitgliedschaft, um Sachen zu kaufen, kostet 69,90 Euro für 4 Monate. Das ist crazy. Ja, gut. Dann werde ich jetzt halt 4 Monatsmitglied bei restposten.de. Ich melde mich da jetzt mal kurz an. Ich merke gerade, dass das alles ein bisschen komplizierter ist, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich musste ihnen erst meinen Gewerbenachweis schicken, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Zum Glück habe ich ein Gewerbe, sonst würde dieses Video jetzt einfach hier enden. Das heißt, ich mache das jetzt alles einfach mal, bestell dieses Ding und wir sehen uns dann in keine Ahnung wie vielen Tagen oder Wochen wieder. Mal gucken, wie lange diese Bestellung braucht. Bei Problemen oder Anregungen melde ich mich. Es ist tatsächlich alles ein wenig komplizierter als gedacht. Ich habe gestern mich da noch angemeldet und wollte dann diese Palette kaufen. Aber man kann nur ein Angebot abgeben und zwar ein unverbindliches. Das heißt, auf gut Glück bekommt man das dann oder eben nicht. Und ich habe jetzt gerade zum Glück eine E-Mail bekommen, dass ich das Paket für 399 Euro bekomme, anstatt für 369 und 119 Euro Fracht zuzüglich Mehrwertsteuer dazu bezahlen muss. Das heißt, es wird wesentlich teurer als gedacht. Ich glaube, das wird so um die 600 Euro kosten sogar, wenn nicht noch mehr. Aber wir wollen es testen, deswegen werde ich das jetzt einfach machen. Alright, Leute, ich schicke das jetzt ab. Angebot ist angenommen. Ach du Scheiße. Jetzt sehen wir uns aber wieder, wenn das Paket ankommt, hoffentlich. Leute, es ist soweit. Es ist nicht mal eine Woche später und das Paket ist einfach da. Ich bin gerade
unserer Garage und habe die Autos rausgefahren. Und hier könnte es ein bisschen drin hallen. Ich hoffe, das ist nicht zu nervig. Aber dieses Paket, Alter, ist so unnormal riesig und so unnormal schwer. Ich würde dieses Video normalerweise in meinem Drehzimmer drehen, aber es geht einfach nicht, weil man dieses Paket nicht anheben kann. Es ist so unnormal schwer. Es war schon richtig schwer, das überhaupt so über den Boden zu ziehen und woanders hinzustellen. Es ist so abnormal schwer. Aber es ist hier. Ich bin richtig aufgeregt und ich freue mich so sehr, das jetzt auszupacken und mit euch zu gucken, was da drin ist. Aber bevor ich hier noch weiter laber, würde ich sagen, let's go. Auspacken. Das bin ich neben dem Paket. Oh mein Gott, ist das so unnormal am Teilen hier drin. Ach du Scheiße. Ha! Ha! Ich werde jetzt einfach mal diese Folie hier abmachen und dann gucken wir, was sich da so drunter verbirgt. Ich hoffe, die Sachen sind einfach cool. Ich dachte, ich sehe jetzt direkt den Inhalt. Jetzt aber, Leute. Oh. Oh mein Gott. Okay. Ach du Scheiße. Also ich sehe hier oben schon mal 10 Milliarden verschiedene Kabel. Also wirklich unnormal viele Kabel. Obwohl, Leute, das sind gar keine Kabel. Das sind einfach tausende Duschabflussenthaarer. Das ist ein Kabel, mit dem man seine Dusche oder seinen Abfluss im Waschbecken oder so freimachen soll. Und davon habe ich jetzt sehr viele. Ich packe die mal alle aus. Also ich würde sagen, damit habe ich für den Rest meines Lebens auf jeden Fall freie Abflüsse. Dieses Waschbecken hier läuft nie richtig ab. Und dafür haben wir jetzt die Super Snake. Und ich hoffe, dieses wunderbare Teil hier funktioniert, weil wir haben ja jetzt sehr viele davon. Da haben wir das Ding. Ah, hier sind zwei verschiedene Verschlüsse. Das ist schon mal wunderbar. Ich nehme den hier. Der Kleber ist schon mal ab. Wundervoll. Kein Wunder, dass wir so viele davon bekommen haben. Das sind wahrscheinlich die Fehlproduktionen gewesen. Mega geil. Ich habe zum Glück noch eine Packung mitgenommen. Ja, es ist feste. Angeblich soll man das jetzt hier auch schon durchziehen können, so. Allerdings würde ich das irgendwie nicht machen. Goodbye, Bro. Hä, so einfach ist es gar nicht, weil das so fester Draht ist. Vor allen Dingen, jetzt soll man das drehen. Was soll man denn da drehen? Hä, das ist doch total dämlich, wenn das um die Kurve geht. Das steckt fest, weil es um die Kurve geht. Und es ist ein fester Draht und deswegen kann man überhaupt nichts drehen hier. Ja, das Ding ist auch ab. Leute, diese Teile sind Rotze. Sind sauer. Ich wollte nicht, dass dieser Test so endet. Und so, Kinder, verstopfen eure Rohre. Es war schon vorher verstopft. Jetzt ist aber mehr verstopft, jetzt oder? Jetzt ist es noch mehr verstopft. Dieses Ding hat das Gegenteil bewirkt. Ich hab's. Tada, Mission erfüllt. Hier ist aber noch so viel mehr krasses Zeug drin. Und ich sehe halt nicht mal am Ansatz bis zum Boden. Hier ist so viel Zeug drin. Sogar noch mehr Abflussreiniger. Oh mein Gott, da ist einfach ein Shisha-Kohle-Anzünder. Und noch einer. Also der wurde auf jeden Fall in einen richtig guten Zustand zurückgeschickt, wie man gerade sehen kann. Ich breite die ganzen Sachen jetzt erstmal auf dem Boden aus und sortiere die nach Kategorien und dann gucken wir nochmal. Oh mein Gott, hier ist einfach ein richtig fetter Standmixer. Guckt euch bitte diesen Standmixer an. Leute, ich kann die ganze Fußballmannschaft mit Handtüchern versorgen. Zwei Fußballmannschaften. Oh mein Gott, Alter. Leute, wir haben einen Besucher und zwar meine Mama. Zwischenstand, da sind richtig viele, ich weiß nicht, was das ist, sind so Kabel. Sieht aus wie aus einem 1-Euro-Shop. Mama, wir haben jetzt auf jeden Fall richtig viele Shisha-Kohle-Anzünder. Geil, oder? Oh, endlich. Ja, ne, wird Zeit, ich weiß. Und ich bin noch nicht so richtig durchgekommen, aber ich glaube, hier sind richtig viele Lichterketten verschiedene. Und Lego-Steine. Für Jana. Nee, für dein Baby. Alles klar. Oh mein Gott. Parkscheiben. Ich habe das Gefühl, jede Schicht, die ich erreiche, erreicht irgendwie so ein neues Thema. Jetzt gerade bin ich bei Lichterketten. Vorhin war ich bei Shisha-Kohle-Anzündern und davor bei Abflussrohrreinigern. Ich glaube, da ist so jede Kategorie irgendwie drin. Ganz unten kommen wir bestimmt zu Erotikartikeln. Ich gehe dann mal. Leute, der Stapel an Abflussreinigern wird einfach immer, immer größer. Es hört nicht auf. Ich habe jetzt alles bis auf die letzte Schicht rausgeholt und sortiert. Und Leute, diese ganze Garage stinkt so krass. Es ist wirklich nicht normal. Es ist wirklich absurd, was für Sachen dabei sind. Aber ich zeige euch das jetzt erstmal. Wir kommen als erstes zur Küchenstation. Wir haben einen Kosmetikeimer, der überhaupt nichts mit Küchen zu tun hat. Aber er steht einfach hier. Eine Zitruspresse. Das finde ich irgendwie ganz nice. Die könnte ziemlich cool sein. Dann haben wir eine automatische Zitruspresse. Und noch eine automatische Zitruspresse. Das heißt, hier werden bald einfach sehr viele Zitronen und Orangen gepresst. Und
Highlight-Piece auf jeden Fall. Wir haben einen fetten Standmixer mit Kochfunktion. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Standmixer mit Kochfunktion gesehen, aber den werden wir gleich auf jeden Fall mal austesten. It's time to test that bad boy. Standmixer mit Kochfunktion, ideal für die Zubereitung von pflanzlichen Milchdrinks. Da habe ich mir doch direkt gedacht, Julia, das ist doch was für dich. Wir versuchen jetzt Hafermilch zu machen in diesem Kochmixer-Ding, weil da steht, dass das ideal dazu ist. Hier sind viele Teile drin, was ich direkt sehe. Das ist sehr offensichtlich ein zurückgeschicktes Produkt, denn ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier am Glas sind super viele getrocknete Tropfen. Wie wenn man das halt gewaschen hat und nicht richtig sauber geputzt hat, sondern einfach trocknen lassen hat. Also hier sind schon einige Gebrauchsspuren dran, auch innen drin, muss ich sagen. Ich glaube, das wurde nicht nur einmal ausprobiert, sondern nach ein paar Mal Nutzen auf jeden Fall erst zurückgeschickt. Und hier drin sind auf jeden Fall auch einige Abnutzspuren. Hier hatte jemand auf jeden Fall keinen Bock, sauber zu machen, bevor er es zurückschickt. Aber ich will jetzt auch gar keine zu großen Erwartungen haben, weil ich wusste ja, dass es ein Retourenprodukt ist. Und es wurde wahrscheinlich nicht ohne Grund nicht nochmal verkauft. Aber vielleicht funktioniert das Teil ja noch top und man kann es bestimmt easy wieder sauber machen dann. Ich habe hier eigentlich alles richtig angeschaltet, aber hier passiert schon mal nichts. Also hier gibt es wirklich keinen Knopf, um das Ding anzuschalten. Ich schätze mal, das soll, wenn man es in die Steckdose steckt, eigentlich sofort angehen. Und hier, das Touchscreen funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich google mal, vielleicht finde ich irgendwas. By the way, sehe ich gerade, in neu kostet dieses Teil 119 Euro. Oh mein Gott. Okay, ich habe gerade Amazon-Reviews gesehen. Und oh mein Gott. Da hat eine geschrieben, ich lese nie Gebrauchsanleitungen, deswegen war ich am Anfang ziemlich erschrocken, als der Mixer nicht funktioniert hat. Man muss den Deckel oben drauf machen, dann funktioniert alles. Wo ich mir auch denke, how the fuck ist das möglich, dass der so einen Sensor hat, dass das hier den Unterschied macht, dass es eingeschaltet wird. Egal, machen wir jetzt mal Hafermilch, nicht? Ein Liter Wasser soll jetzt zum Kochen gebracht werden. Ich bin jetzt auf der Kochfunktion und ich habe jetzt einfach auf Start gedrückt. Okay, das ist ja mal unnormal cool. Hä, Leute, ich bin gerade richtig... Also, wie praktisch ist dieses Ding? Man braucht keinen Wasserkocher mehr, sondern kann sich nur noch den Mixer dahinstellen. Das ist voll praktisch. Dann hat man ein Gerät weniger in der Küche rumstehen. Das Wasser kocht jetzt fast. Dementsprechend packe ich jetzt 100 Gramm weiche Haferflocken dazu. Zumindest versuche ich es. Und deine Prise Salz. Und das soll jetzt ein paar Minuten kochen. Das ist jetzt das gekochte Produkt. So sieht es gerade aus. Ein bisschen ekelhaft. Aber das soll jetzt erstmal abkühlen. Das heißt, ich lasse es da jetzt so 20 Minuten stehen oder so. Und dann pürieren wir den guten Bums. Das Zeug ist abgekühlt und das kommt jetzt wieder hier rein. Now it's time to mix. Aber warum mixt er nicht? Okay, er geht richtig steil. Also der ganze Tisch wackelt. Und wieso hörst du auf zu blenden? Das Ding führt ein Eigenleben. Okay, das Teil ist fertig. Und ich muss sagen, ich habe jetzt hier eine echt gute flüssige Masse. Also der Mixer hat auf jeden Fall schon mal überzeugt. Keine Ahnung, ob der Geschmack jetzt überzeugt, aber das testen wir natürlich auch noch. Aber es ist jetzt schon mal safe. Dieses Ding behalte ich sowas von. Ich mache es einmal richtig sauber und dann wird das mein neuer Küchenbuddy. Das ist voll geil, das Ding. Das muss jetzt da so durchlaufen. Ich habe jetzt einfach ein Küchentuch genommen, wo wirklich überhaupt gar nichts durchkommt. Sehr gut. Normalerweise braucht man dafür so richtige Nussmilchtücher, aber habe ich nicht. Und ich dachte, das wird auch schon funktionieren. Oh mein Gott, da kommt schon einiges raus. Eigentlich sehr, sehr wenig, aber kann sich nur ein Stück. Das hier ist jetzt das Endergebnis meiner Hafermilch. Das ist definitiv keine Hafermilch, sondern absoluter Haferbrei, muss ich sagen. Das hat überhaupt nicht geklappt mit diesem Küchentuch. Keine Ahnung, ob das zu dicht war und da einfach keine Flüssigkeit durchkam, aber ich habe das jetzt stundenlang da versucht durchsickern zu lassen und es ist nichts passiert. Dann habe ich überall gedrückt und nee. Ich habe es einfach durch ein Sieb laufen lassen und jetzt habe ich hier so eine dickflüssige Konsistenz. Die schmeckt wie Scheiße. Die schmeckt wirklich absolut nicht gut. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, man braucht einfach ein anderes Tuch. Aber darum ging es ja auch nicht, sondern es ging um den Mixer. Und ich muss sagen, diese Masse ist so krass smooth. Schmeckt zwar nicht, aber weicher hätte man das nicht pürieren können. Das heißt, dieser Mixer ist auf jeden Fall der Hit und wird mein neuer Küchenfreund. Ach ja, und wir haben noch zwei Grill- und Steakpfannen. Gehen wir weiter zur Fußballmannschaftsstation. Tada! Ich weiß nicht, warum ich gesagt habe Fußballmannschaft. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, weil es sind Servietten, Mikrofiber, also Handtücher.
10 weiße und der Vollständigkeit halber auch noch 7 gelbe. Vielen Dank dafür. Mikrofasertuch in the test. Ich habe gerade meine Haare gewaschen und meine Haare hier in dieses jetzt gewaschene Mikrofasertuch eingewickelt, weil das hat am Anfang halt wirklich so unfassbar doll gestunken. Aber jetzt ist alles gut. Ich muss auch sagen, von der Qualität her ist es bis jetzt zumindest auch echt nicht schlecht. Es war am Anfang super weird, meine Haare in dieses Mikrofasertuch einzuwickeln, weil dieses Mikrofaser halt Nässe nicht so gut aufnimmt wie ein normales Handtuch. Deswegen war das irgendwie so ein ganz komisches Gefühl am Anfang. Aber ich glaube, das ist wirklich viel, viel besser für die Haare. Ich habe auch nochmal gegoogelt und mir so ein paar Sachen durchgelesen. Und man soll wirklich so Mikrofasertücher benutzen. Und das hat jetzt so ein bisschen da drinnen gesessen. Und ich habe auch direkt gemerkt beim Einreiben ins Handtuch, dass das so viel sanfter und weicher war. Also ich habe jetzt auf jeden Fall genug von diesen Mikrofaserhandtüchern. Ich werde die jetzt immer für meine Haare benutzen. Und ich weiß noch nicht, ob es einen Unterschied macht, logischerweise. Aber ich habe ganz oft gelesen, dass die Haare durch normale Handtücher viel mehr abbrechen. So, the Mikrofasertücher, it is for me now. Die sind zwar nicht besonders hübsch, aber gut verarbeitet. Und es ist halt auch nur ein Handtuch, ne? Kommen wir jetzt zur Dekostation. Oh mein Gott. Das Krasse ist, hier stehen halt auch einfach auf den Paketen noch eiskalt die Empfänger drauf. Und die Sachen sind auch eiskalt einfach noch Retouren verpackt. Das heißt, diese Postdinger sind hier einfach immer noch drauf. Und da steht Amazon Retouren Service. Das Ding ist auch, Leute, ist das nicht unnormal alt? Dieses Zeichen hier, das kenne ich überhaupt nicht. Das sieht aus, als wäre das arschalt einfach. Als wäre das so ein altes Label. Oder ist das einfach nur ein anderes Label, was ich nicht kenne? Ah, nee, Empfänger in Linz. Ein österreichisches Paket. Ah ja, ja, okay. Jetzt habe ich es. Straight aus Linz hierher. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Cozy Home Teile. Also Cozy Home scheint nicht so beliebt gewesen zu sein. Hier ist diese Lichterkette nochmal in groß. Da haben wir die Lichterkette noch ein zweites Mal. Und das hier gab es am meisten. Das sind Lichterketten-Fotoclips. Und ich glaube, meine Schwester hat sogar sowas gehabt. Aber das ist auch irgendwie schon seit Ewigkeiten out. Was aber voll 2022 ist, Leute. Cozy Home Dino Lichterketten. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, das sieht noch schlimmer aus, als ich dachte. Ich habe gedacht, das wären jetzt auch einfach so Drahtdinos, aber es sind halt einfach legit Dinos. Ich habe jetzt leuchtende Dinos. Und das Krasse ist, ich habe die leuchtenden Dinos sogar zweimal. Ja, hier sind auf jeden Fall noch ganz viele verschiedene Cozy Home Sachen drin. We love Cozy Home. Aber was wir noch mehr lieben, sind Shisha-Kohle-Anzünder. Ich besitze keine Shisha und ich habe auch nicht vor, eine Shisha zu besitzen. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall richtig viel Shisha-Kohle anzünden. Eine Shisha-Kohlenzange. Noch eine Shisha-Kohlenzange. Und hier haben wir das Herzstück, unseren Shisha-Anzünder. Keine Ahnung, wie man so ein Ding benutzt. Ich will so ein Ding auch eigentlich nicht benutzen. Könnt ihr mir sagen, ob das... An alle Shisha-Kenner. Ist das gut? Wünscht man sich sowas als Shisha-Raucher oder ist das eher so Schrott? Handyhalter gab es auch einige in diesem Paket. Aber der sieht wenigstens ganz praktisch aus. Was ich aber ein bisschen lustig finde, ist, ich glaube, sie wollten sich mit ihrer Firma oder ihrer Marke abheben, indem sie das Y im Handy gegen ein I tauschen und es rot einfärben. Eher so semi-cool, muss ich sagen. By the way, werde ich auch nie wieder ein Problem haben mit Insekten in meiner Wohnung, denn ich habe jetzt für jedes einzelne Fenster, was ich besitze, einen Schutz. Und das Allerbeste dieser Bestellung. Ich habe ein paar Parkscheiben jetzt. Oh, ich glaube, diese Parkscheiben sind das, die so stinken, ey. Ohne Witz, ich komme nicht klar. Diese ganze Garage stinkt so unnormal. Oh. Okay, es sind die Parkscheiben, die so stinken. Denn, Leute, ich habe gerade auf die Rückseite geguckt. Duftparkscheibe. Welcher Mensch auf diesem Planeten möchte eine Duftparkscheibe haben? Glaubt ihr auch, dieses Paket war 400 Euro wert? Ja, oder? Parkscheiben sind schon... Ja. Ich habe das Gefühl, ich wurde ein bisschen abgezockt. Aber auch nur jetzt gerade, keine Ahnung. Ah ja, meine Mama hat es ja gerade schon gesagt, diese ganzen Lego-Steine hier, die bewahre ich dann für mein Kind demnächst auf. Spaß, ich werde kein Kind demnächst kriegen. Ich weiß nicht, was die hier alle in dieser Familie damit haben. Meine Schwester nervt mich auch andauernd. Leute, ich bin 22 Jahre alt, lasst mich in Ruhe. Danke. Und Mikrofasertücher. We love some Mikrofasertücher. Nein, Mikrofaserhandschuhe sogar. Oha, Premium. Okay, ich habe übelste Rückenschmerzen. Whatever. Kommen wir jetzt zur letzten Schicht dieses Pakets. Und die letzte Schicht ist leider nicht, wie ich erwartet habe, eine Reihe retournierter Erotikartikel. Was auch ziemlich ekelhaft wäre, wenn man die retournieren würde. Es sind extrem viele Tassen. Und Tassen und Tassen und Tassen. Ach ja, und noch ein paar Duftparkscheiben. Einen weiteren Abflussreiniger dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber ansonsten sind hier einfach extrem viele Pakete an Tassen und sehr alt und dreckig und benutzt aussehende Töpfe. Das war auf jeden Fall eine richtig gute Investition, würde ich sagen, oder? Ich habe irgendwie coolere Retouren erwartet und nicht tausende an Restposten.
Kosten von Duftparkscheiben und Geschirr. Allerdings, wenn ich mir dieses Geschirr hier so angucke, es fühlt sich zumindest sehr hochwertig und porzellanig an. Hier ist nirgendwo ein Label oder irgendwas, jetzt vielleicht ist es auch kein Porzellan. Ich habe auf jeden Fall genug Tassen bei mir zu Hause, aber denke mal, so wie viele andere Sachen, die ich hier habe, die noch gut zu benutzen sind, wie zum Beispiel das Lego-Spielzeug oder diese Handyhalter hier und unsere Lieblings-Cozy-Home-Artikel, werde ich auf jeden Fall in Kinderheime, Frauenheime oder woanders hinbringen, wo Leute das gebrauchen können. Also ich werde diese ganzen Sachen hier logischerweise nicht einfach alle wegschmeißen. Das sieht jetzt zwar alles aus wie ein riesiger Schrotthaufen und es ist vielleicht auch so ein bisschen Verschwendung gewesen, aber ich wollte einfach ein unterhaltsames Video machen und ich fand es super spannend, sowas mal auszuprobieren. Es ist jetzt ein bisschen anders, als ich es mir erhofft habe, muss ich ehrlich gestehen, weil wirklich ziemlich viel Kram dabei ist. Aber es wird safe noch Leute geben, die sich über diese ganzen Sachen hier freuen. Besonders in Kinderheimen hier können die ihre Zimmer richtig schön dekorieren zum Beispiel. Oder die Cool Kids können ihre Shishas anmachen. Nein, Spaß. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Aber ich wollte nur einen kleinen Disclaimer hier reinbringen. Diese ganzen Sachen hier werden auf jeden Fall irgendwo Verwendung finden. Ich werde das nicht wegschmeißen. Außer vielleicht diese Duftparkscheiben. Die sind wirklich Horror. Das sind 180 Tassen. Und dazu gab es ganze 40 Untersetzer. Bombe. Wir können jetzt wirklich einige Sachen zu dieser Organisation bringen. Wir haben da gerade angerufen und gefragt, was von den Sachen die gebrauchen können. Und die würden sich wirklich über einige Sachen sehr freuen. Deswegen packen wir die jetzt sofort in den Kofferraum und fahren dahin und bringen die denen. Also kriegt alles noch eine gute Verwendung. Das ist nice. Okay, wir laden die ganzen Sachen jetzt aus. Ich glaube, ich filme das nicht so mit, weil hier sind Privatpersonen, die ich jetzt nicht stören will. Ich bin wieder zurück. Zum Glück haben sich die Leute bei der Spendenstelle sehr über die ganzen Sachen gefreut. Ich muss sagen, wenn es jetzt darum gehen würde, ob ich das Ganze nochmal machen würde oder nicht, muss ich sagen, eher nein. Es war natürlich eine Surprise-Box, aber für diesen Preis fand ich, waren da doch viele Dinge drin, die man echt nicht mehr gebrauchen konnte. Es war eine Erfahrung wert mit dieser Box. Ich fand es schon spannend. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine sehr, sehr schlechte Box bekommen und man kann auch wesentlich coolere Boxen kriegen. Aber meine Box war jetzt ehrlich gesagt nicht so ein großer Erfolg. Da waren einige Teile bei, die ganz cool waren, aber I don't know. Ich bin auf jeden Fall nicht überzeugt. Und ich fand, es hat auch nochmal einen krass vor Augen geführt, wie viele Dinge wirklich Tag für Tag produziert werden, die eigentlich kein Mensch braucht. Wir leben in so einer geisteskranken Konsumgesellschaft und ich weiß, ich will mich da auf gar keinen Fall von freisprechen, aber das hat mir irgendwie nochmal voll gezeigt, wie viel Plastik und Schrott und Kram, den wirklich kein Mensch braucht auf diesem Planeten, produziert wird, der im Endeffekt im Müll landet. An sich hat natürlich jede Erfindung irgendwie seine Daseinsberechtigung, aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Mir hat es auf jeden Fall irgendwie einen kleinen Denkanstoß gegeben, dieses Video. Also ich würde sagen, es war nicht ganz umsonst, dieses extrem viele Geld für das jetzt auszugeben. Ihr könnt hier noch gerne bei meinen letzten Videos vorbeischauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Und ich glaube, ich habe hier einen Fleck. Ich hoffe, man sieht ihn nicht.